Fußball, klar, aber auch Boxen, Tennis und Basketball. Ein buntes Sportwochenende und damit herzlich willkommen zur Sportarena am späten Sonntagabend. Nicht Fisch, nicht Fleisch und eindeutig nicht auf Kurs. Der erste FC Saarbrücken dümpelt in der dritten Liga im tabellarischen Niemandsland. Dabei war der Aufstieg das erklärte Ziel. Platz 12 zum 12. Spieltag und langsam macht sich sowas wie Krisenstimmung breit. Okay, der FC hat wegen der Länderspielpause ein Spiel weniger als die Konkurrenz. Trotzdem, zuletzt gab es nur ein Unentschieden gegen Lübeck und eine Niederlage gegen Aue. Heute ist der FCS an der Hafenstraße bei Rot-Weiß Essen zu Gast und Trainer Rüdiger Ziel hat reagiert und umgestellt. Frank Grundhäfer. Unter anderem er soll heute Impulse setzen. Amin Naifi, Startelfdebüt für den Franzosen. Erst seit 8 Wochen beim FC und schon Hoffnungsträger, nicht nur wegen seines Treffers gegen Lübeck. Neben ihm rotieren auch Gauss und Tölke in die erste Elf. FC-Coach Ziels klare Ansage: Wir wollen heute in Essen nichts anderes als einen Traum. Anfangsphase. Saarbrücken eröffnet. Die Michele Sanchez. Und Achtung, da ist Naifi. Was für eine Chance, 5. Minute. Und das weiß er selbst, der Franzose. Kommt da in Rücklage, sehen wir gleich. Guter Ball von Fabio. Die Michele Sanchez. Brumme zu weit weg. Und die Szene nochmal aus der Naifi-Kamera. Bisschen Hand ist da auch im Spiel. Ordentlicher Start des FC, das Wollen ist spürbar, dann aber die Gastgeber. 60 Sekunden später. Der einfache Ball hinter die Kette. Und Essen drückt jetzt Saarbrücken nicht richtig in den Zweikampf. Da kommt Obus und dann Zeitz mit der ungewollten Vorlage für Young. Es scheppert und so feiert Rot-Weiß. Ball genau zwischen die Innenverteidiger Tölke und Böder. Keine Chance für Patarok. Dicker Frustmoment für den FC. Und natürlich auch dicker Frustmoment für Amin Naifi. Und Essen bleibt jetzt dran, hat das Momentum. Wieder Obus. Den kriegt er noch. Dann Müsel und Vonic. Dann Fehler, Zivea. Nochmal Vonic, Viertelstunde gespielt. Und man sieht's, der FC hat sich vom Rückstand noch nicht erholt. Essen hat Kontrolle und baut wieder auf, hat Räume. Erneut geht der Ball raus zu Obus, viel geht über rechts. Und dann schlägt es erneut ein, 18. Minute, Leandro Vonic, Essen 2, Saarbrücken 0. Der nächste Tiefschlag für Blau-Schwarz. Keine Abstimmung zwischen Zeitz und Patarok. Ball eigentlich lang unterwegs. Der FC wird jetzt überrollt. Was ist los mit der Zieltruppe? Die muss sich jetzt wieder finden. Die Michele Sanchez. Und da ist wieder Naifi. Der ist total bemüht. Saarbrücken will zurück in dieses Spiel. Das ist spürbar. Und im Anschluss an diese Situation, schauen Sie, da reden Sie miteinander, suchen nach Lösungen. Naifis Deutsch ist noch nicht so gut, irgendwie wird sich da ausgetauscht. Aber zufriedenstellend ist das alles wirklich nicht, belegt auch die nächste Szene. Amin Naifi, Sie suchen ihn, aber die letzte Wucht, sie fehlt. Götze kann klären und bei Essen muss dann Brumme verletzt raus. Nächste Aktion, 34. Minute, Zivea. Dann Rabic. Und Achtung, jetzt wird's wild. Golz muss sich da ganz lang machen. Kuriose Szene. Von Rios Alonso kommt der Ball zu Brünker und dann der Essener Keeper. Auch Naifi mittendrin, kriegt aber keinen Zugriff. Golz hält Essen die Null. Der FC fängt sich jetzt aber immer mehr. Im Mittelfeld, Zivea, gute Aktion. Zivea treibt den Ball raus zu Rabic. Rabic, Götze noch dran und das kommt Naifi zugute. Das Tor für Saarbrücken, 5 Minuten vor der Pause. Der Anschlusstreffer zum richtigen Zeitpunkt. Rabic bleibt in der Aktion und das zahlt sich aus. Naifi lauert, profitiert von Götzes Verlängerung. Saarbrücken belohnt sich jetzt für viel Elan und Amin Naifi mit seinem zweiten Saisontreffer. Ja, und so
hat das gemacht. Pause. Essen führt der FC, hofft aber wieder auch Danki. Zur zweiten Hälfte kommt dann Julian Günther Schmidt. Tölke verlässt den Platz. Zeitz zurück in der Dreierkette. Sprung in die 53. Minute. Zielstruppe mit dem ruhenden Ball. Aufgabe für Kasim Rabiec. Und wenn es gefährlich wird, dann ist immer wieder Naifi da. Der geht zwar Richtung Dortmund, aber er bringt Schwung, ist quirlig. In Sachen Abschluss geht aber trotz Treffer deutlich mehr. 1700 FC-Fans und die Gäste weiter mit Power unterwegs. Die Michele Sanchez geht durch zu Rabiec. Der hat die Schusschance. Götze zieht die Mauer hoch, blau-schwarz, mit viel Malocher-Mentalität. Es wird am Ausgleich gearbeitet. Aber die nächste Chance hat Essen. Fehler Zeitz. Dann kommt der Ball zu Müsel und dann Saarbrücken mit dem Mega-Dusel. Zeitz rutscht weg in die Füße des Gegners. Der Ball, dickes Ding für Rot-Weiß, 62. Minute. Droht dem FC hier die zweite Niederlage in Folge. Naifi geht runter, hat sein Tor gemacht, das Spiel belebt. Steele darf es jetzt versuchen. Was hat Saarbrücken noch im Tank? Brünker. Brünker, und der hat das Auge für Simon Steele. Steele, nee! Felix Götze mit der Rettungstat, der kriegt den Fuß noch dazwischen. Brünker leitet sauber ein, Simon Steele und dann Götze, Essens Security-Chef. 15 Minuten noch und der Druck auf Ziel, er erhöht sich. Er hat den Dreier in Essen vehement gefordert, es riecht aber nach 0 Punkten und der nächsten Pleite. Seine Mannschaft steht jetzt hoch. Dadurch bekommt Rot-Weiß natürlich Räume. Da kommt Plichati. Aber Gauss kann es klären. Das war sie, die letzte Aktion. Saarbrücken verliert hier mit 1:2 in Essen. Verpennt die erste halbe Stunde. Und das späte Aufbäumen, es wird heute nicht belohnt. Ich glaube, wir haben jetzt einfach lange kein Spiel gewonnen. Wir müssen jetzt wieder in die Spur kommen und müssen einfach wieder anfangen zu punkten. Und ich glaube, es ist generell gut, wenn man in der Liga erstmal schafft, sich ein Polster nach unten aufzubauen. Nach oben brauchen wir momentan mit der Serie, die wir haben, gar nicht zu denken. In der Kabine waren wir auf jeden Fall davon überzeugt, dass wir hier den Ausgleich machen können. Hatten dann auch die Chancen in der zweiten Halbzeit, haben sie leider nicht gemacht. Und ja, so verliert man hier leider mit so einem Publikum, das den Verein auf jeden Fall nach vorne peitscht. Und wir sind auf jeden Fall sehr enttäuscht. Aber ja, nächste Woche geht's weiter. Wir müssen weiter Gas geben, uns an der eigenen Nase packen und dann schaffen wir das zusammen. Im Moment geht es, glaube ich, nicht mehr darum, ob verdient oder nicht verdient. Fakt ist, wir haben schon wieder verloren, was wir uns anders vorgestellt haben. Und ja, von daher, Scheißspiel. Ja, harte Zeiten, nur ein Punkt aus 3 Spielen. Heute in Phasen zu wenig Galligkeit auch. Amin Naifi mit dem Frustgesicht. Gleiches gilt für seinen Coach. Kriegt Rüdiger Ziel sein Team wieder in die Spur vor den ganz großen Aufgaben. Nächsten Sonntag geht's gegen Tabellenführer Dresden und dann im Pokal gegen die Bayern. Der heutige Auftritt jedenfalls, er macht wenig Hoffnung. Und wie hat es der Kapitän gerade so richtig gesagt, nach oben brauchen wir nicht zu gucken. Wir müssen nach unten ein Polster aufbauen. Saarbrücken ist jetzt Tabellen-15. Natürlich ein Spiel weniger, weil die Saarbrücker gegen Duisburg, das Spiel ist verschoben worden auf Ende November, weil Duisburg einen U20-Spieler abstellen musste. Aber selbst mit den 3 Punkten wäre Saarbrücken jetzt so auf Tabellenplatz 8 oder 9. Trainer Rüdiger Ziel also unter Druck. Mal hören, Thomas Wollscheid hat nach Abpfiff im Stadion in Essen mit ihm gesprochen. Ja, Essen, das Stadion hier an der Hafenstraße ist leer. Rüdiger Ziel ist bei mir. Fühlen Sie sich nach dieser Niederlage auch ein bisschen leer? Ja klar, wir haben uns was anderes vorgestellt. Ich glaube, gerade der Beginn in die Partie oder die ersten 25 Minuten haben wir einfach nicht die nötige Zweikampfführung, Zweikampfaufnahme einfach gehabt, um hier gewinnen zu können. Ich glaube, wir können früh in Führung gehen mit einer Chance, aber waren dann im Grunde nicht präsent in den Zweikämpfen, schenken die 2 Tore her. Ab dann
kann ich der Mannschaft wenig Vorwurf machen. Na, ab der 25. Minute haben wir viel investiert, ein großes Risiko eingegangen auch, immer hinten Mann gegen Mann einfach verteidigt. Aber letztlich reichen dann 60, 70 Minuten nicht aus, um hier dann auch was mitzunehmen. Und deswegen ist es ärgerlich, dass wir das nicht geschafft haben, über 90 Minuten einfach auf den Platz zu bringen, sondern sind einfach diesem 2-0 dann hinterhergelaufen. Gerade diese erste halbe Stunde, die sah ja sehr, sehr schlimm aus. Da musste man das Allerschlimmste wirklich befürchten. Wie kann man sowas erklären? Man ist hier in Essen an der Hafenstraße, man weiß, dass hier eine unglaubliche Atmosphäre ist, dass dann so wenig auch Aggressivität bei der Mannschaft zu sehen war. Ich glaube, wir erleben viele Stadien, wo eine Atmosphäre ist, ob das dann auch in Bielefeld schon war oder bei unseren Heimspielen auch, wo wir es auch schon gezeigt haben. Das war Thema definitiv und habe die Mannschaft auch ja, in der Kabine auch nochmal wachgerüttelt, weil die Erwärmung, Warm-up war schon nicht so gut. Einfach auf einfache Sachen zu beschränken und einfach diese Zweikämpfe aufzunehmen, Zweikämpfe einfach bestreiten zu wollen. Und ich glaube, es war Thema, dass wir da zu weit weg von den Männern waren, plus einfach dann, wenn wir spielen wollten, einfach zu viele Fehlpässe, viel zu unsicher waren, um irgendwie Kontrolle ins Spiel reinzukriegen. Also ich hatte so von der Tribüne aus den Eindruck, nach einer halben Stunde, als Tölke verletzt behandelt wurde, hat die Mannschaft sich so ein bisschen selbst zusammengerauft. Vor dem Strafraum hat man heftig diskutiert. Während dieser Behandlungspause hat die Truppe sich dann selbst organisiert auf dem Platz. Denn danach war, glaube ich, eine andere Aggressivität zu sehen. Es war auch ein anderer Ansatz im Spiel gegen den Ball. Wir hatten im Grunde wollten wir mit drei Spielern am Anfang anlaufen, hatten da keinen Zugriff bekommen, hatten das dann auch in der Pause dann verändert, wo wir einfach mehr Risiko eingegangen sind, hinten Mann gegen Mann gespielt haben. Und die Mannschaft hat es dann gut umgesetzt, dass wir da mehr Risiko eingegangen sind. Und am Ende ist vielleicht die Lehre daraus, dass wir einfach von Anfang an ein größeres Risiko eingehen müssen. Nun ist es aber auch so, dass trotz Überlegenheit in der zweiten Halbzeit ja eigentlich nur wenige Torchancen dann wirklich auch kreiert werden konnten. Was können Sie tun, dass es mehr Torchancen gibt, dass mehr Tore fallen? Ja, wir müssen einfach die Spieler, die torgefährlich sind, in bessere Positionen bringen. Ich glaube, Kasim Rabic, der lange durchgehalten hat, die letzten zwei Tage fast nicht trainiert hat, weil er auch krank war, ist einfach dann ein Spieler, der vielleicht jetzt nicht auf dem Top-Niveau im Moment ist. Das fehlt uns einfach. Wir müssen einfach die Spieler nochmal hinbringen, an ihr Leistungsmaximum einfach auch zu kommen. Sie haben Naifi heute von Anfang an gebracht. Sie haben die Michele Sanchez von Anfang an gebracht. Waren Sie zufrieden mit den beiden? Ja, mein Amin hat das Tor gemacht, hat im Grunde dann am Anfang eine Möglichkeit. Dass da jetzt nicht alles 100% funktioniert, ist, glaube ich, auch verständlich, sind nicht so lange hier. Aber die Sache gut gemacht und Fabio, glaube, hat schon einige Spiele auch gemacht, ob jetzt als Startelfspieler oder auch als Einwechselspieler und war da jedes Mal präsent und hat auch heute auch wieder ein ordentliches Spiel gemacht. Nun sind wir wissen es, beim ersten FC Saarbrücken ist immer ein bisschen Unruhe und die Frage muss dann natürlich auch kommen, glauben Sie, dass die Unruhe nach dieser erneuten Niederlage jetzt noch heftiger wird, dass es dann irgendwann vielleicht sogar auch um Ihre Person gehen wird? Ja, das ist jetzt nicht ausgeschlossen. Ich glaube aber trotzdem, wer jetzt die Reaktion auch der Mannschaft gesehen hat, wie die Mannschaft kämpft und macht und alles umsetzen möchte, auch was wir vorgeben, sieht auch, dass da eine Gemeinschaft da ist, dass sie wollen. Und von daher arbeiten wir da zusammen, dass wir auch wieder erfolgreich sein werden. Und dass es in Saarbrücken, wie auch hier in Essen, bei Traditionsvereinen dann auch, wenn die Ergebnisse ausbleiben, unruhig ist, ist, glaube ich, auch selbstredend. Ja, dann vielen Dank für dieses Gespräch, Rüdiger Zehl. Ja, und auch nächste Woche wird es mit den Punkten schwierig. Wir haben es ja schon gesagt und gehört. Erst kommt nämlich Tabellenführer Dresden am Wochenende in den Ludwigspark und dann nächste Woche am Mittwoch im Pokal der FC Bayern München.